This is a special mixture from the drugstore. So zuerst hat es minimal gebrannt. Ich dachte mal so wie Teebaumöl zum Beispiel. Teebaumöl ist aber auch sehr scharf. Es kann, wenn es richtig die richtigen Stellen findet, dann brennt es wie verrückt. Und dann hat es angefangen zu brennen. Also wirklich, ja. Ich habe halt immer mehr und mehr gegeben. Beide Seiten habe ich gesagt, oh Gott, das ist eine Erleichterung. Und dann kam es, dann, das hat angefangen zu brennen wie verrückt. Ich kann mir nicht verstehen, ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Arzt oder eine Ärztin sowas an den Patienten verschreiben kann. Dann können die doch genauso gleich Salzsäure verschreiben. Ich war am besten die ganze Badezimmer, Badewanne vollfüllen und da rein sich legen. Und das ist innerhalb von, was nicht, es wird zwar sehr, sehr leidend sein, aber das ist dann keine gute Idee, nein. Einen Menschen zu liquidieren, gibt es bessere Methoden als sowas da. Das ist richtig, das ist Menschenquälerei. Das ist Menschenquälerei, was sie da getan hat. Ne? Mir überhaupt sowas zu verschreiben. Und ja, das war die letzte Dermatologin. Sehr enttäuscht von ihr. Ich denke mal, dass sie wollte mir auch niemals Antibiotika verschreiben. Gut, ich habe das mit der Haut falsch verstanden. Wenn es eine Superinfektion ist, wie sie die Biopsie genommen haben, hatte, hieß es, es ist eine Superinfektion. Ich dachte, Superinfektion bedeutet halt das, was es bedeutet. Superinfektion, mein ganzer Körper ist superinfiziert. Ne? Das ist ja Ebola, Alarmstufe Rot. Bedeutet aber nicht. Der Professor hat mir das sogar nochmal erklärt, das bedeutet nur, dass oberflächlich die Haut super infiziert ist. Also, ne, es kommt darauf an, wie man etwas versteht. So, deswegen hat sie auch mir kein Antibiotika verschreiben wollen, weil ich habe das falsch verstanden oder die Art und Weise, wie ihr etwas erklärt, wie ihr es etwas tituliert, einen Titel drauf tut, ist falsch oftmals, nicht wahr? Also, und sie wollte ständig nur, wie heißt es? Desinfektionsmittel verschreiben. Ne? Also, ich brauche kein Desinfektionsmittel verschreiben. Das ist ja das Zeug, außerdem bin ich allergisch gegen Desinfektionsmittel, dieses mit, wo Alkohol drin ist. Und das ist Zitronensäure. Ist kein Alkohol, aber ist genauso schlimm, oder nicht? So, da habe ich sofort diese Wundspülung drauf getan, beidseitig. Ziemlich viel habe ich fließen lassen. Ne? Also die Wundspülung halte ich so über ein Ohr und dann lasse ich es fließen, drücke ich drauf, ne? Dieses Fläschchen und da kommt das Zeug. Das war nicht genug. Ich habe halt diese Papiertücher richtig mit Wasser, kaltem Wasser aufgesogen und dann richtig da immer abgewischt, so laufen lassen, abwischt, getrocknet und wieder Flüssigkeit drauf und nochmal, nochmal, nochmal. Also das, ich habe gedacht, das hört nicht auf. Ich hab schon gedacht an Noteinsatz. Also ich würde in die Notaufnahme gehen oder sowas. Das war richtig so ein Gefühl, das war echt schlimm. Nicht schlimm, nicht gut sowas. Ne? Also ich weiß nicht, wie man sowas da tun kann. Ich hoffe, dass das keine Fibrose ist. Und wenn es doch Fibrose ist, dann denke ich mal, gibt es Alternativen, die Dinger zu entfernen? Hoffe ich zumindest, weil wir leben was im 20. Jahrhundert. Da sollten diese Möglichkeiten bestehen. Vielleicht durch eine Operation. Das Zeug rauszurupfen, rauszuoperieren. Von mir aus können die das. Ich habe ja Bilder auch schon gesehen von Leuten, die so operiert werden, wurden am Kopf. Ja, die wurden geschoren und dann, weil, also wenn ich der Chirurg wäre, könnte, ja, man sieht ja, okay, die Bläschen, die sind da, die Eier sind da, die werden ja auch geschützt. Ich müsste mal das filmen, wenn es wieder anfängt zu jucken, wie es aussieht. Ich denke mal, das ist unter der Haut, nicht auf der Haut. Weil man sieht ja, wenn ich das rausgepresst habe, sind ja Löcher da in der Haut. Also. Ich denke mal, das ist unter der Haut ganz dünne Schicht, wo diese Eier sich da bilden. Könnte aber auch oberflächlich sein. Ihr habt ja gesehen, wie ich meine Kopfhaut so oftmals gefilmt habe, wie es ausgesehen hatte, wo welche Stellen noch zu waren oder so. Man hat die Dinger dann gesehen. Also ich, wenn ich Chirurg wäre, erst einmal ermitteln, wie das aussieht, die Situation. Und dann müsste man die Haut sozusagen anschneiden, runterziehen und dann von der Haut zuerst einmal das Zeug abschaben, desinfizieren, wie auch immer, und auch hier am Skalp, am Knochen, wo auch immer, im Gewebe, im Knorpel dazwischen auch immer schauen. Das müsste man richtig reinigen, das Zeug. Weil die Bakterien erst einmal da auch Störfaktor sind und diese Eier der Störfaktor sind. Vielleicht sieht ihr sogar dann, müsste man das auch über so wie ein Mikroskop erarbeiten, mich chirurgisch, so wie ich über dieses Mikroskop, das ich da gebaut habe, ne, wo ich diese einzelnen kleinen Stellen hier sehen kann. Ne, die sind hier so klein hier, was ist es ungefähr 7, 8 mm lang, aber über das Mikroskop ist es eine ganz andere Welt hier drin. Müsste man das genauso machen, müsste man so eine Art, vielleicht habt ihr sowas, vielleicht noch nicht, vielleicht muss es erst erfunden werden. Wo man halt über so eine Kamera ist, nicht so kleine Kamera, sondern richtig groß zum Beispiel. So wie eine fast so groß wie der
Oberkörper von oben oder der Kopfkörper. So eine Art Linse müsste es sein, wo der Chirurg halt eine ganze Übersicht hat, einen ganzen Kopf. So wie ich halt, wenn ich da an die Wunden ranfahre, ne, dann sehe ich ja auch eine ganze Übersicht. Da habe ich schnelle Übersicht, schnell kann ich reagieren. Hey, da läuft irgendein Käfer oder da sind diese und jene, kann ich sofort reagieren und viel kann ich in einer kurzen Zeit bearbeiten. Anstatt wenn ich mit Mikroskop hier entlang fahre und nur hier operiere und die anderen Stellen müssen noch 50 Mal weiterhin nochmal operiert werden. Das ist eine sehr große Belastung für den Patienten. Für die Kasse, also für die Krankenhauskasse, ist das eine tolle Sache, weil da klingelt die Kasse ständig. Aber was wollen wir hier eigentlich erreichen? Gut, ihr wollt erreichen, dass das Krankenhaus bezahlt wird, aber der Patient soll nicht belastet werden, oder? Ich wünschte mir, es müsste so funktionieren, dass, weiß nicht, vielleicht die Krankenhäuser sind staatlich finanziert, okay? So dass die Ärzte sich konzentrieren können auf die Patienten. Nur so viel, also von Operationen sollen geschehen. Nicht wahr? Nicht total übertrieben und solche Sachen, wissen Sie? Wisst ihr? Genau. Und ja, das war's eigentlich schon alles. Ich habe gesagt, was gesagt werden musste. Genau. Also nachdem sich das beruhigt hatte, das ganze Zeug, da war ich erst einmal glücklich, dass das vorbei war. Heute früh hatte ich mal wieder diese Krämpfe, Calf Cramps, ne? Wadenkrämpfe, da hat sich der Zeh total hochgestellt. Also ich denke mal, dass das auch über Übergewicht ist, ne? Dass das halt da ist. Die Schwellungen sind da, das kann auch der Grund sein. Weil die Beine oder Füße so die Füße hauptsächlich angeschwollen sind durch Medikamente. Also ich nehme jetzt seit 2 Tagen dieses andere Medikament, dieses Antibiotikum, das ist eine so rote Packung. Mit E fängt es irgendwas nicht an. Der Herr Professor Doktor, der mich da behandelt, in der Uni, den habe ich diese Antibiotikas aufgeschrieben, wie die heißen. Und das ist dieses, wo ich benutze, ist eine rote Packung. Die Tablette, Antibiotikum ist auch rot. Und das ist 300 Milligramm. Mein Hausarzt würde mir das nicht verschreiben, hat er selbst gesagt. Aber vielleicht sollte man das so. Und wenn man urinieren tut, dann kommt da so fast dunkle, rote, so burgunder Farbe von Urin raus. Das ist auch interessant, ne? So die Nieren werden angeregt, auch was auch immer zu reinigen. Also ich trinke nicht immer so viel Wasser, wo was ich da ausscheide, ne? Aber andere Antibiotika tun das nicht. Und diese Antibiotika wird für Malaria oder sowas in der Richtung verwendet, normalerweise. Also das habe ich auf meinen Berichten gesehen, dass alternativ, wenn man Malaria hätte, würde man dieses Antibiotikum nehmen mit noch ein zusätzliches anderes Antibiotikum, das das auch unterstützt, ne, falls mal das eine ausfällt und das andere kann weiterarbeiten. So ist es am besten, das ist meine Meinung so, ne? Weil die anderen, wo da angedeutet wurden in dem Bericht von der Frau Dr. Professorin, da waren ja einige, 5, 6 oder 7 Antibiotikums, die sind so eine leichtere Variante, die können die Staphylococcus aureus gut behandeln. Da war eins da, das es nicht konnte, weil das ist resistent. Aber ich denke mal, gut, es kann behandeln, aber die Dinger kommen weiterhin. Also wie kann das behandeln, wenn diese Dinger hier weiterhin geschehen? Das ist auch wieder gekommen, auf der anderen Hand ist es auch wieder gekommen. Also ich denke mal, diese Viecher werden hier resistent, sehr schnell. Nicht die Viecher, sondern die Antibiotikum gegen Staphylococcus aureus. Genau, das habe ich so schön auswendig gelernt. Das ist das Einzige, was ich kann in der Medizin auszusprechen, nicht wahr? So, ich denke mal, da müssen wir ein Stärkeres hin. Aber wie ich schon sagte, es ist wichtig, dass diese Eier schon mal stoppen. Wir wissen ja nicht, ich weiß jetzt nur jedenfalls noch nicht, was es ist. Vielleicht sind es keine Eier, vielleicht ist es doch Fibrosis. Vielleicht sind es aber doch Eier, weil es verschiedene Formen, die ich da gesehen habe. Und mit so einem komischen Schleim darüber, auch grünlicher Schleim und so weiter. Hat man gesehen, das Zeug ist so klebrig, das ist wie Kleber. Und die Haare werden sehr schnell so kratzig werden sie. Das ist ein gutes Wort, sehr kratzig und steif. Außerdem wurde ermittelt, dass dieser Staphylococcus aureus, ist ja auch die rechte Seite, sogar mit Feces da, Ding infiziert. So, da ist haufenweise von Bakterien da, die nicht einzeln eingeordnet werden konnte. So habe ich verstanden, weil es war ja kein einzelner Fall oder, ne, oder zwei, sondern es waren haufenweise von denen. Und das ist meiner Meinung nach auch so, dass diese Eier auch Eier sind. Von verschiedenen Viechern, die da das produzieren. Weil ich weiß nicht, ob Fibrose, weil das, was ich auf YouTube gesehen habe, diese Fibrose ist halt, es wurde gezeigt in einer Animation, wie das aussieht.
Aber ich habe da keinen Schleim da um es herum gesehen, glaube ich, oder? War das das? Oder war da doch ein Schleim? Oder verwechsle ich das jetzt mit irgendetwas? Mit einer anderen Animation? Weil da war irgendwas. So, jedenfalls, diese Schleims habe ich ja schon mehrmals hier gefilmt, habt ihr auch gesehen, das, was ich nenne Eier, waren schon verschiedene Formen da, auch so längliche, komische, wo ich das langgezogen habe, das hat richtig komisch ausgesehen, nicht wahr? So, das sind die zwei Hauptfaktoren, also, die müssen entfernt werden. Die Bakterien, die das verursachen, auch noch, diesen Herd, was hier passiert, diese Infektion, das ist halt, wie ich schon sagte, es ist so wie ein See, der in Flammen ist, mit Öl, mit Benzin, was auch immer ist drin. Und das brennt so sehr, dass die Feuerwehr kann das nicht löschen. Das können sie machen, was sie wollen. Die können mit den kleinen Flugzeugen fliegen und das bunte Wasser runterlassen. Da wird nichts passieren. Man muss den Keim ersticken. Man muss das Feuer sozusagen an die Eier packen. Man muss den Deckel drauf tun, damit das Feuer erstickt. Ja, und dann kann man helfen. Dann kann man das, was noch an Lodern ist, kann die Feuerwehr dann löschen. Also, ne, dann kann man es. Aber so hört es nicht auf. Also, das ist schon ein richtiger Albtraum, was ich da erleben muss. Das Ausdrücken, das war am Anfang noch ein bisschen